Hallo, ich bin Salva und das ist Nora. Nora und ich werden euch im neuen Jahr für jeden Tag ein Tabata mit auf den Weg geben, also eine Daily Challenge sozusagen. Ein Tabata ist ein 4-Minuten-Workout mit 20 Sekunden Intervall und 10 Sekunden Pause dazwischen. Es sind insgesamt 8 Intervalle und wir haben uns für jeden Tag 4 Übungen überlegt. Das heißt, 4 Übungen, einmal durch, dann noch einmal durch und dann ist man schon fertig. Nach 4 Minuten ist das Ding gegessen und bedeutet, jeden Tag 4 Minuten ein bisschen was gemacht für den Körper. Und das kann auch wirklich jeder schaffen, glaubt mir. Und wir starten heute mit dem ersten Tabata. Zeigen euch kurz die Übung. Übung Nummer 1 ist der Squat, die Kniebeuge. Nora zeigt es euch. Einmal hinsetzen und wieder aufstehen. Genau, super, Nora. Und wenn du hochkommst, kannst du immer mal den Bauchnabel richtig hochnehmen. Ja, genau. Die zweite Übung ist der Hampelmann. Hampelmann in der normalen Stufe macht man Hampelmann auch zu, genau, Füße zusammen, wenn die Arme unten sind und wenn die Arme oben sind, Beine auseinander. Ohne Springen, auf und zu, weg und ran. Das ist das ohne Springen. Und wer es richtig schwer haben möchte, der macht es. Jawohl, genau, richtig Füße zusammen, das ist die Stufe Nummer 3. Dann haben wir die Übung Nummer 3, das ist der Bergsteiger, also der Mountain Climber oder Climber. In der Position Nummer 1 wäre das einfach Klettern im Stand. In der Position Nummer 2, das ist ein bisschen so, wie es eigentlich wäre, nicht? Genau, im Stütz, guck mal, dass hier alles eine Linie ist und dann kommt das Knie nach vorne. Jawohl, das kannst du noch ein bisschen schneller machen vielleicht. Super, Nora, ey. Meine Assistentin. Und, genau, und die letzte Übung ist die Übung Nummer 4. Das ist der Plank, der Unterarmstütz oder das Brett auch. Soll ich es machen? Oder du? Genau, Unterarm, genau. Schau mal, Schulter, Ellenbogen, eine Linie und du bist sowas von stabil und fest. Wer das so nicht kann, also wenn das jetzt zu viel ist, der geht einfach in den Unterarmstütz und lässt die Knie dabei unten, drückt aber hier richtig fest die Unterarme gegen den Boden und den Bauch ganz fest, dann merkst du das auch. Ne? 20 Sekunden halten. Und gut. Okay. Alles klar, dann geht's gleich los mit unserem ersten Tabata. Übung Nummer 1, Kniebeuge. In 4, 3, 2 und los. Genau, Nora macht schön klassisch. Ich zeige euch mal, wer es ein bisschen mehr möchte, der geht hier auf die Zehenspitzen und schiebt sich hier richtig hoch. Und wer noch ein bisschen mehr möchte, der kann ja auch springen. Ja, ansonsten bleibt ruhig, einfach Kniebeuge hinsetzen, aufstehen. Ohne hinten Pferden rein und schon geschafft. Erste Runde schon geschafft. Jetzt kommt Übung Nummer 2, der Hampelmann. 20 Sekunden auf die Plätze, fertig, los. Nora, wenn die Arme oben sind, sind die Beine auseinander, genau. Stopp. Ich mache ohne Springen. 4, 3, 2, der Bergsteiger. Ich gehe in zugleichen Stand, ich gehe in die Schützposition natürlich. Habe ich meine Harmonie vergessen. Los geht's. Und du machst den schnell, ich mache den etwas langsamer. Wie gesagt, ich will das auch im Stehen machen. Einfach klettern. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Übung Nummer 4. Das Brett. Geh mal in den Unterarmstütz. Nora geht in das Brett und ist jetzt 20 Sekunden so stabil, dass sich hier gar nichts bewegt. Feste, feste. Ganz stabil. Gut, Nori. Gleich fertig. 4, 3, 2, 1. Eine Runde haben wir geschafft, das Ganze noch einmal, dann macht es schon. Geht doch, ne? Kniebeugen. Auf die Plätze, der guckt mich mal an. Wir können ja immer, wenn wir hoch sind, uns abklatschen. Das ist jetzt. So, guck mal, dass deine Füße ein bisschen weiter auseinander sind, ja? Noch ein bisschen.
Übung. Guck mal hier vor mich. Hier mach mal den Plank und versuchen uns wegzudrücken.